Ja, wem die heutige Sprechgeschwindigkeit zu langsam ist, der kann ja die Geschwindigkeit problemlos veröffentlichen, verändern. Man kann ja zwischen 0,5, glaube ich, und 2,0 die Geschwindigkeit beliebig steuern. Also mal auf das Rädchen, Zahnrädchen klicken und dann verändern. Ja, ich beginne erst wieder mit ein paar News und dann mit den Beweisführungen. Ja, es gab wohl viele Anti-Lockdown-Proteste. Ja, finde ich nicht besonders sinnvoll, denn ich hasse es ja leider immer, mit allem Recht gehabt zu haben. Wir haben ja seit dem 25.02. unter der Nummer 327 zum ersten Mal mitgeteilt, dass sowohl die Hysterie als auch die Gefährlichkeit des Coronavirus, also für beides ist die Ursache sozusagen die Marktwirtschaft und es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt irgendwelche Anti-Lockdown-Proteste zu machen, anstatt gegen die Marktwirtschaft Proteste zu machen. Und weil diese sonst immer wieder solche Fehlwege produziert. Schluck Wasser. Was sollen denn die Polizisten machen, anders als dass die Regierung, wenn die Regierung sich irrt, dann wird halt aus diesem Irrtum heraus, werden halt die Demonstrationsrechte verboten, weil sie ja vermeintlich tödliche Seuchen verbreiten. Und dann müssen natürlich die Polizisten handeln. Also sind diese Anti-Lockdown-Proteste wieder ein Zeichen für mangelnde Intelligenz, ja. Viel besser wäre es, hier zum Beispiel Hände zu waschen, richtig. Denn das kommt ja immer nur auf die Menge der Viren an. Einigen Viren zu begegnen, ist für fast alle Menschen völlig harmlos. Das kommt darauf an, ob man zu viele auf einmal abkriegt. Ne? Österreich öffnet irgendwie sein Land wieder wesentlich. Also das heißt, die österreichische Wirtschaft wird sich dann wieder schneller erholen als die deutsche und Deutschland wird natürlich sozusagen ist dabei, sich weiter volkswirtschaftlich zu ruinieren. Die Atlas-Initiative des Dr. Markus Krall, des Chefideologen der Marktwirtschaft und deswegen der Ideologiegegner, ich sage deswegen Ideologen, weil diese Leute wie Sekten ja gar nicht mit Kritikern reden, die wollen ja gar nicht diskutieren, sondern die haben nur eine Sektenbotschaft und sind genauso wenig für Gespräche empfänglich wie Scientology oder Zeugen Jehovas. Ne? Deswegen sage ich Ideologe. Ja? Aber immerhin schließt sich jetzt diese Atlas-Initiative sich der Kritik an der Unwissenschaftlichkeit an. Ja, also auch die sagen, ja, irgendwas ist doch da unwissenschaftlich mit dieser Rechtfertigung der Maßnahmen. Und dann fällt auch so ein Satz wie gegen die Corona-Panikdemie. Also gegen die Corona-Panikdemie. Naja, ein nettes Wortspiel. Ja, die Nachdenkseiten NDS bringen viele Sendungen. Ja, einerseits Kinder seien wohl doch eben kein Risiko. Das sei wieder Teil irgendwie einer unrealistischen Datenauswertung in Richtung Panikmache. Außerdem seien Großmütter weniger gefährdet als Großväter. Also die Großmütter könnten durchaus die Kinder betreuen, weil sie sehr geringe Risiken haben, angeblich. Ja, naja, muss man sehen, ob das alles so stimmt. Dann ein Bericht oder eine Sendung von Nachdenkseiten brachte, von dem Sender Nachdenkseiten brachte sowas wie, so Aussagen wie Apparatemedizin vergewaltigt ihre Opfer. Ja, also das heißt, dass so das Thema, die Intensivmedizin und Apparatemedizin ist ja seit Jahrzehnten
in der Diskussion, weil es darum geht, ob da nicht des Geldes wegen sozusagen über den Patientenwillen hinweggegangen wird und es zu Zwangsbehandlungen kommt, weil man eben einfach nicht den Patientenwillen richtig erfragt und auch gar nicht richtig erfragen will, weil man wahrscheinlich in so Irrtümern gefangen ist. Der Patient weiß ja gar nicht, was für ihn gut ist. Wir machen das jetzt mal eben schnell. Ja? Und schon ist wieder was angeschlossen, was dann richtig viel Geld bringt. Ne? Zum Beispiel sollen jetzt hier so eine Intensivbeatmungssache soll sozusagen 20.000 Euro am Tag bringen. Das lohnt sich schon, ne? Wenn man da nicht so genau nachfragt, ob der Patient das will. Vor allem auch, wenn ich überall sage in der Öffentlichkeit, dass Intensivbetten mit Beatmungsmaschinen sozusagen rar wären, dann ist natürlich auch der Leichtkranke dann happy, dass er beatmet wird, auch wenn das seine Gesundheit ruiniert, ja, weil er ja denkt, ich kriege ein knappes Gut, ja, und ich muss mich freuen, dass ich das knappe Gut kriege. Und dann denkt er gar nicht mehr darüber nach, was daran gefährlich sein können. Also diese Ethik der unbedingten Lebensverlängerung, die habe ich ja auch schon bei den Kleinkindern diskutiert, ja. Diese Ethik ist natürlich eine Profitethik, ja. Also in der Evolution der Medizin, ich mache es mal kurz deutlich, hat sich ja dieses Evolutionsereignis ereignet hier. Dieser Früharzt irrt sich nicht, er lebt in der Wahrheit und sagt, toll, wie ihr kommunistisch liebevoll in den Kommunen lebt, wie alle so glücklich sind und dass ihr euch nur naturbelassen ernährt und nicht auf den Mist der modernen Nahrungshändler reinfällt, auf diesen immunschwächenden Mist und so weiter. Und ja, und so, wenn ihr so weiterlebt, braucht ihr mich praktisch gar nicht, weil dann habt ihr starke Immunsysteme und dann kann euch nichts was. Und das ab und zu ein paar Kleinkinder sterben an irgendwelchen Erkrankungen. Das ist überhaupt kein Problem, denn nicht jedes Kind kriegt in der Lotterie der DNS, der Genomlotterie, ein überhaupt überlebensfähiges Immunsystem. Und das ist dort auch in Ordnung, wenn diese Kinder nicht überleben. Denn wir kämpfen sollten erst dann für das Überleben kämpfen, wenn die Kinder einen eigenen Lebensinhalt haben, eine eigene Geschichte, eine eigene Persönlichkeit haben und sozusagen dann sollten wir mit aller Kraft für die Lebenserhaltung kämpfen, aber auf keinen Fall davor und vor allem auf keinen Fall dann, wenn die Leute selbst nicht mehr gequält werden wollen, denn die meisten, viele Maßnahmen sind ja Qual. Und jetzt stirbt so ein guter Früharzt natürlich aus, weil wir ja die Bedingungen der Krallschen Marktwirtschaft haben, ja. Und die Krallsche Marktwirtschaft oder jede Form der Marktwirtschaft spielt keine Rolle, welche. Die führt ja dazu, dass irgendwann ein sich irrender Früharzt auftaucht und der sagt, nein, ihr könnt problemlos die moderne Ernährung essen, die ist genauso gesund wie die Naturnahrung. Und ihr könnt problemlos sozusagen, aber das Einzige, was euch fehlt, sind möglichst viele Impfungen, Tests, Bestrahlungen, Operationen, Chemotherapien. Was euch fehlt, ist die Intensivmedizin und so weiter. Und nur so können überhaupt Menschen gesund und glücklich leben, wenn sie möglichst ständig die Produkte kaufen. Und die Leute machen das und kaufen auch ständig die Produkte. Er kann 2 Kinder ernähren, 3 Enkel, 2 Urenkel und so weiter. Und eine Großfamilie von sich irrenden Professoren ist entstanden, die beraten die Bundesregierung und die Journalisten in die Irre, zwangsläufig, weil niemand durchschaut, dass unter Bedingungen der Marktwirtschaft es nicht anders geht. Die Gegenausrede könnte jetzt sein, ja, aber wir können doch diese gewinnbringenden Irrtümer korrigieren durch Studien. Erstens geschieht das fast überhaupt nicht, nur in 5% der Maßnahmen. Und Ideen und Konzepte und
Und außerdem ist jede Studie fälschbar, tricksbar, also irrtumsanfällig. Also sozusagen eine Studie, die keinen Fehler beinhaltet, ist so ziemlich das Schwierigste, was es in der Menschheitsgeschichte überhaupt gibt. Ich weiß noch nicht mal, ob es auch überhaupt nur eine einzige Studie gibt, die über jeden echten Zweifel erhaben wäre. Es kann sein, dass es keine einzige gibt, ja? Also von daher gibt es diese Ausrede natürlich, ist dann ungültig. Ja? Schluck Wasser. Ja, der Mangel an Beatmungsgeräten, ja, das ist so, ja. Dann ist jeder froh, das habe ich eben schon gesagt, wenn er ein Gerät bekommt. Das Geschäft mit der Intensivmedizin läuft so natürlich ganz toll und eine unwürdige und schmerzhafte Verlängerung des Lebens findet statt, so formuliert das ungefähr der Sender Nachdenkseiten. Ne? Ja, und dann wird gesagt von Nachdenkseiten, ja nur 3% sind ja in Wirklichkeit durch Beatmung rettbar, 97% sterben mit Beatmung und auch ohne Beatmung, ja, also das heißt, und dann kommt noch das Risiko dazu, dass bei den 3% wohl noch etliche geistig behindert dabei rauskommen, ja, weil eben irgendwie doch eine gesamte Minderdurchblutung des Gehirns vorkommt oder ähnliche Dinge. Also und ja und außerdem deutet er auch an, der Sender Nachdenkseiten deutet auch an, dass eben umetikettiert wird auf Teufel komm raus, also da werden Leute, die auf Intensivstation geschickt, wahrscheinlich des Geldes wegen, aber eben ohne böse Absicht, sondern weil man einfach so denkt, weil man einfach diese Irrtümer so verinnerlicht hat, dass man das automatisch macht. Da ist einer, der hat eigentlich nichts Großes, aber sicherheitshalber müssen wir den sofort auf Intensiv tun. Ja? Und schon ist das, laufen die 20.000 Euro am Tag oder was auch immer da dann läuft. Und am Ende sind dann viele Leute schwerst behindert, vielleicht gerade weil sie diese Maßnahmen gemacht haben. So. Und dann Fridays for Future, Rhein-Sieg. Also die waren ja vorangeprescht sozusagen mit der Forderung nach einer postkapitalistischen Gesellschaft. Die bleiben weiterhin bei dieser Forderung. Und die vermischen aber leider und vermixen leider auch wieder den durch die nextscientistforfuture.de ja problemlos möglichen Kohlestopp 2026 mit unmöglichen Forderungen, also mit Forderungen, die wieder Deutschland und Europa total ruinieren würden, ja, weil sie einfach nicht verstehen. Und sie verhalten sich leider eben auch wie eine Sekte, ja, weil sie mit niemandem diskutieren wollen, der ihnen sagt, ja hoppla, guckt mal auf die wissenschaftlichen Fakten und die wissenschaftlichen Fakten, die sagen, es geht nicht alles, was man sich so erträumt als Linksradikaler. Ne? Das geht einfach nicht alles. Aber die sind eben, alle diese Sekten sind Diskussionsverweigerer. Die haben alle letztendlich, wollen einfach, sind antidemokratisch und wollen nicht hören, dass es Argumente gibt, warum bestimmte Dinge einfach nicht funktionieren und nicht gehen können. Ja? Und nur gehen können, wenn wir sagen würden, wir zerstören Europa. Ne? Also Peter Weber, der Sender Peter Weber, kennt man vielleicht mit dem Stichwort Hallo Meinung, ja. In Spanien wurden halt sehr harte Maßnahmen gemacht, aber komischerweise hat Spanien besonders viele Tote. Ist ja merkwürdig, gell, ja. Übrigens auch, das ist natürlich ein Sektensender, ja, weil es da auch wieder darum geht, nicht mit den falschen Leuten zu reden, ja, nicht die wissenschaftliche Hinweise darauf haben, dass zum Beispiel der Aberglaube an die Marktwirtschaft einfach ein Aberglaube ist, ein antiwissenschaftlicher Aberglaube. Ja,
Aber es wird wenigstens erwähnt, dass eben Beatmungsbetten stehen in Deutschland zum Glück leer, aus zweierlei Hinsicht, weil dadurch nicht so viele Menschen geschädigt und zu Tode gebracht werden können. Bei einer Sterberate von 97% von der Beatmung würde es ja bedeuten, dass fast jeder stirbt, der sich einmal der Beatmung ausgesetzt hat, ne? In dem Sinne sind natürlich zum Glück die Beatmungsbetten stehen leer, ne? Ja, Servus TV, die sich ja schon hervorgetan hatten mit dem dieser Sender, Internet- und Fernsehsender Österreichs, die sich hervorgetan hatte mit dem guten Talk mit Professor Bhakti, Sucharit Bhakti. Und deren Sendung hat ja schon immer ganz gutes Niveau gehabt, Talk im Hangar 7, ja. Die bringen eben auch, natürlich bringen die auch wieder teilweise Verfechter des marktwirtschaftlichen Gesundheitssystems. Ja, einerseits sagen sie richtig, ja, wir müssen doch mal langsam die Schäden abwägen. Wie viele Menschen werden getötet oder geschädigt durch den Lockdown und wie viele werden getötet durch das Coronavirus an sich und wie viel sozusagen. Wie weit verhindern wir eigentlich nur, dass die normale Wintersterblichkeit stattfindet, ne, und zahlen dafür einen riesig hohen Preis, ne? Ja, und dann sagt dann wird gesagt, auch gesprochen, dass die Stationen leer seien, auch in Österreich. Und dann kommt wird so ein Spezialist für, ja, wie jemand, der internationale Gesundheitssysteme erforscht, wird zu Wort kommen gelassen. Das ist aber natürlich wieder ein Naivling, weil er natürlich nicht versteht oder jedenfalls eben völlig unkritisch gegenüber dem marktwirtschaftlichen Gesundheitssystem an sich ist, ja. Aber immerhin sagt er, na gut, Schweden hat das Rauchen reduziert, hat also mehr auf Prävention gesetzt und deswegen sei das mit Deutschland und Österreich nicht vergleichbar, weil eben Deutschland und Österreich Prävention bisher vernachlässigt hätten. Ja, aber was ist das Dilemma, wenn Deutschland und Österreich die Prävention vernachlässigt haben? Dann ist ja ein Raucher jetzt gerade vorgeschädigt. Und was bringt es dann, dessen Sterbequal sozusagen ein paar Monate zu verlängern, wenn er sowieso, man hätte die Prävention bei dem Raucher, hätte man vor 50 Jahren machen müssen oder vor 30 Jahren machen müssen. Es hilft doch jetzt nichts, den jetzt nochmal künstlich ein paar Monate Sterbequal zu geben. Sondern natürlich, die Next Scientists for Future.de mit ihrer Kombireform Ernährung und Gesundheit und Pflege wollen natürlich das ganze Gesundheitssystem auf Prävention umstellen, ja, alle Systeme auf Prävention umstellen. Ja, und dann sagt dieser Spezialist, dass Schweden immerhin die Vorstufe unserer Gesundheitsdaten hat. Also die Next Scientists for Future.de reden ja von Wohlfühlstimme als Wahlstimme und kombiniert mit den Gesundheitsdaten. Und da hätten die Schweden einen guten Überblick, wie es der Bevölkerung wirklich geht gesundheitlich. Und deswegen hätten sie ja dieses Risiko eingehen können. Ja, aber was bedeutet das? Das bedeutet einfach nur, dass Schweden etwas mehr dafür tut, Krankheiten zu verhindern. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass die Leute jetzt in Deutschland todkrank sind und dass man mit den Maßnahmen deren Sterben jetzt nur höchstens ein paar Monate deren Leidens- und qualvollen Sterbeprozess nur verlängert. Denn das wird ja immer wieder geschildert, dass auch die Beatmung ein qualvoller Prozess sei und so weiter, ne? Wenn diese Sender recht haben, die das schildern. Ne? Ja, dann hier. So, das war dann also der Sender Servus TV mit Talk im Hangar 7. Dr. Bodo Schiffmann veröffentlicht eine Sendung von Coach Cecil. Da wird irgendwas gesagt mit.
dass 96% in Wirklichkeit mit Corona gestorben seien und nur 4% an. Das würde ja bedeuten, dass also die offiziellen Sterbezahlen für Corona natürlich schon dadurch um das 23-fache überhöht wären. Und natürlich, wenn man überhöhte Zahlen hat, dann wird man natürlich panisch, ne? So. Ja, und dann wird da natürlich ausführlich die ganzen Geldflüsse aufgetaucht. Aber warum, sowas gefällt mir halt wieder nicht, weil das natürlich so auf der Verschwörungstheorie auch rausläuft. So, ja, die Bösen, die bestechen und kaufen und Robert-Koch-Institut ist gekauft und Drosten ist gekauft und so weiter. Das ist alles aus meiner Sicht ja Unfug. Nein, es ist einfach so. Gleichgesinnte sind einfach froh, wenn sie Freunde finden, die die gleiche Meinung haben. Und wenn der eine Freund ein bisschen mehr Geld hat, dann schenkt er denen halt ein bisschen was und so weiter. Entscheidend ist das, was ich eben als Beweisführung geführt habe. Es gibt in der Marktwirtschaft immer nur gewinnbringende Irrtümer, weil die gewinnbringenden Irrtümer immer die Wahrheiten auskonkurrieren, bis auf die wenigen 120 Ärzte und die 24 Professoren im Weltrat der Weisen, die sich daraus gehoben haben und eben gesagt haben, ja, wir sind in der Lage, auch unser eigenes System kritisch zu sehen und sie haben auch offene Augen für die Möglichkeit dieser gewinnbringenden Irrtümer. Ne? Schluck Wasser. Ja, das bedeutet also man sollte diesen Kurs, ich hoffe, dass auch die Partei Widerstand 2020 nicht diesen verschwörungstheoretischen Kurs einschlägt, sondern sich beraten lässt von den Next Scientist for Future.de. Die Botschaft wurde schon übermittelt. Ob sie schon bei Schiffmann angekommen ist, ist die andere Frage. Aber die Aussage ist eben ganz klar, wenn hier irgendwelche Feindschaften geschürt werden und man also irgendwie hier verschwörungstheoretisch irgendeinen Zorn auf die Milliardärskönige richtet, ich glaube, so Namen wie Rockefeller sind auch gefallen und so weiter, das ist alles Quatsch. Man muss mit den Milliardärskönigen liebevoll kooperieren. Von uns aus hier, da wurde auch irgendwie ein früherer Milliardär angemailt jetzt gerade oder ein Kontaktformular ausgefüllt. Wir müssen denen klar machen, es gibt 20-mal mehr Lebensfreude, es gibt kerngesundes Leben bis 127 Jahre und sie können so viel Milliarden verdienen. Sie kriegen das nur durch die Next Scientist for Future.de. Durch niemanden sonst können sie kerngesund 127 Jahre alt werden und durch niemanden sonst können sie 20-mal glücklicher werden als bisher. Und die machen das auch noch alles kostenlos und unentgeltlich und nicht kommerziell. Ne? Also weil sie haben ja das Motto, einen Staat der Erde reformieren wir völlig kostenlos. Ne? Ja, und Deutschland... ja, also das war diese Sendung von dem Sender Preradovic oder so ähnlich mit Florian Homm, diesem Ex-Milliardär, der eben natürlich schon deutlich macht, dass natürlich ein Milliardärskönig einfach sagt, wie er die politischen Entscheidungen haben will und dann wird es halt so gemacht. Das ist doch selbstverständlich, dass es so gemacht wird, ja. So ist nun mal unser System ist nun mal ein feudalistisches Königssystem und das ist halt so. Aber entscheidend ist, dass man den Milliardärskönigen sagen muss, ihr verliert ja auch eure gesamte Lebensqualität und unsere Gesundheit durch dieses teuflische System, ja.
Also wir müssen die Marktwirtschaft beenden und wir nehmen euch, den geliebten Milliardärskönigen, auch nicht die Milliarden weg. Wenn ihr die dann später an eure geliebten Kommunen verschenken wollt, wie das der Naturzustand der Menschheit war, dann kein Problem. Ja, so. Italien. In Italien. Ja. Dann bei dieser Sendung mit dem Coach Cecil und Bodo Schiffmann, der mit dem Re-Upload. Ja, immer kommen irgendwelche Todesmeldungen. Ach ja, das ist jetzt was anderes. Das ist jetzt zum Beispiel von GMX, werden immer wieder Todesmeldungen gebracht, aber komischerweise heute wieder Krebs und eben nicht Corona. Also ja, also wieso sterben alle möglichen Promis an irgendwas, aber niemand an Corona? Da ist doch schon ulkig. Da hatte man den Johnson, der hatte den Fehler gemacht, sich dann ins Krankenhaus zu begeben, sage ich mal. Aber gestorben ist er auch nicht dran, ja. Also immer überall Todesmeldung, aber nie, ich höre nie was bei Promis von Corona, ne? Das ist merkwürdig, ne? Oder? Das macht einen jedenfalls sehr nachdenklich, ja, bei dem Killer-Virus, ne? Ja. So, in Italien, jetzt kommt eine andere Sendung. Was war das? Auch wieder ein anderes Internetsender. Berichtete irgendwas und behauptete irgendwas, dass in Italien die Sterblichkeit immer noch unter der von den stärksten Grippewintern liegen würde und dass man in den Kliniken ein krass infektiöses Umfeld geschaffen hätte, dadurch, dass die Leichtkranken, die Krankenhäuser stürmten und dadurch hatte man dann auch keine Kapazitäten mehr für die Schwerkranken. Ja? Und so sind die Probleme selbst geschaffen worden. Ja, so und jetzt zum Schluss kommt, die Beweisführung haben wir ja schon gemacht, die naturwissenschaftliche, dass generell die Marktwirtschaft grundsätzlich in jedem Teil der Gesellschaft immer nur gewinnbringende und karrieresteigernde und begünstigende Irrtümer produziert. Also nochmal kurz der ganz kurze Blick der Evolution. Ja, und das ist ja auch die Gefahr, in der wir alle stehen, ja. Dass es sein kann, also angeblich haben wir schon 150 Milliliter Gehirnsubstanz verloren, es werden also immer blöder als Menschheit, ja, weil wir alles verkehrt machen durch die Marktwirtschaft, wird also dadurch, dass wir alle voll von gewinnbringenden Irrtümern aller Berufsstände und aller gesellschaftlichen Teile sind, sozusagen, wird natürlich alles zerstört. Und das ist halt so, also jetzt so vor ich vermute mal, dass wir ein bisschen größer waren, zumindest die Männer, vor 13 Millionen Jahren, ja eher gorillamäßig mit großen Eckzähnen, Rivalenkampf, Gewalt. Ja, dann so spätestens vor 4 Millionen Jahren hatten wir dann die Eckzähne verloren, hatten ein neues Sozialsystem, liebevoll, pazifistisch, kooperativ. Die Evolution Richtung Pazifismus hatte begonnen. Die Körpergrößenunterschiede verschwanden nach und nach. So dass man sagen kann, es gab keinen Rivalenkampf mehr, sondern eine urkommunistisch, urmatriarchale, ursozialistische Kommunenlebensweise mit liebevollem Kontakt und die Vorfahren unserer heutigen geliebten Milliardärskönige waren Mitglieder dieser Kommunen und alles war in Ordnung. Es gab keine Akkumulations- und Machtsüchtigen. Dann evoluierten wir uns weiter und vor 400.000 Jahren sozusagen waren wir wohl hier ungefähr sozusagen schon ziemlich großes Gehirn, aufrechter Gang, kein Fell mehr. Und lebten wohl viel pazifistischer noch als die Bonobos, liebevollen Kontakt mit den Nachbarkommunen und hatten eine kommunistische Lebensweisen überzogen, die Landschaft und alles war friedlich und so weiter. Und dann erfanden wir
die schreckliche Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall. Am Anfang war das Ganze noch nicht so schädlich. Die gewinnbringenden Irrtümer fingen ja erst langsam an, sich auszubreiten und so weiter. Also konnten dann auch sozusagen das Gehirn noch weiter wachsen. So vor 40.000 Jahren hatten wir dann wahrscheinlich, wird ja behauptet von einigen Wissenschaftlern, dieses größte Gehirnvolumen, 1500 Milliliter. So groß, schlank, aufrecht und so weiter. Und so wie die Maasai, stolze, aufrechte Menschen mit großem Gehirn. Ja? Und dann kippte das aber. Das heißt also, mittlerweile waren die gewinnbringenden Irrtümer so gewaltig geworden, dass wir dann zum Beispiel durch die Erfindung von Ackerbau und Viehzucht schlagartig mickriger wurden und so weiter. Fehlernährt, die Seuchen begannen und so weiter. Und jetzt haben wir nur noch 1350 Milliliter und jetzt, wenn die gewinnbringenden Irrtümer so weiterwirken, werden wir uns weiter, die Gehirne werden immer weiter schrumpfen, weil wir ja alles dafür tun, dass unsere Dümmsten sozusagen, alle Kinder hier, dass die Dummen viele Kinder bekommen und die Klugen gar keine Kinder mehr bekommen und dadurch wird die Evolution automatisch zurückgehen, weil sozusagen jede Evolution kann in alle Richtungen immer weiter gehen und wir züchten jetzt gerade die kleineren Gehirne und dadurch wird es also dann dazu kommen, wenn wir jetzt nicht es schaffen, die Marktwirtschaft zu beenden, werden wir möglicherweise wir hier wieder enden. Und solange wir dann immer noch an die Marktwirtschaft glauben und den Tauschhandel, wird der Schrecken ohne Ende immer weitergehen. Das würde bedeuten, dass Leben im Universum generell immer in die Falle gerät. Ja, hier Aufstieg, Gehirn und Hände werden immer besser. Und dann Erfindung von Marktwirtschaft und dann geht es bergab. Und dann geht es wieder das ins Leiden zurück. Und man kann da nur wünschen, dass dann das Ganze ausstirbt und dass dann vielleicht hoffentlich die Bonobos nie den Tauschhandel erfinden. Aber die Gefahr ist eben auch, die haben Hände und die haben relativ große Gehirne. Es kann dann sein, dass die den Bonobos genau derselbe Teufelskreis mit der Erfindung der Marktwirtschaft bevorsteht und dann sind die in derselben Sackgasse, aus der wir einfach nicht rauskommen. Ne? So, ja, dann haben wir doch mal wieder die Welt erklärt und ich hoffe, Sie ahnen wieder ein kleines bisschen, dass es in der Welt nur einen Ort der Wahrheit gibt. Die Next Scientist for Future.de, nur dort kriegen Sie die runde gesamte Wahrheit. In allem anderen, was wir Ihnen ja hier immer berichten, kriegen Sie immer nur Teilwahrheiten, bei denen die alle auf einem falschen, unwahren Fundament fußen und die alle mehr oder weniger stark in die Irre führen. Und das war es jetzt mal wieder für die heutige Nachmittagstagesschau, wissenschaftliche Tagesschau heute. Bis später, bis zur nächsten Sendung. Tschüssi.